Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Kristall Edition. Und das am 3.9.2018. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in Dukatia City gelandet und haben beim letzten Mal den Insektenorn geholt und das Team Rocket zurückgeschlagen und haben zumindest die Stadt von denen befreit. Und nun sind wir hier und gucken, was zu tun ist. Und wenn euch dieser Part gefällt, lasst einfach eine schicke Bewertung drüber wachsen, um dass ihr halt mehr zu sehen kriegt. Naja. Okay, wir schauen uns erstmal komplett um. Wow, das ist eine große Stadt. Ich finde mich noch gar nicht zurecht. Echt? Dann kauf dir doch ein Pfadfinderbuch. Warte mal. Ach, ein Trainer. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe versucht, mit Hilfe meines Pokémon zu mogeln. Ja, mogeln ist ja auch nicht erlaubt bei Glücksspielen. Gar keinen Fall. Slimer. Dann nehme ich meinen Igel-Lover. Ich bin 13 Level höher. Pfund. Früher gab es mal auch bei D-Mark sogar Pfund für Cent. So eine schöne Anlehnung. Und Slimer? Naja, komm. Geht ja noch. Ne, ich will halt ein paar Parts vorbereiten für die Woche. Das ist ja hier der 5. für den Freitag. So was zu gucken ob. Grummel. Mein Pokémon kommt gerade vom... Was? Oi, hier? Ach, keine Ahnung, was da steht. Ja, ich zeige dir, wie stark sie sind. Pokémaniac. Ein Schlurp! Und das Schlupf besiege ich. Zerschneider? Wow. Na denn. Arg. Münzkorb? Warte mal, kann man das nicht für Glücksspiele benutzen? Hallo. Ich verkaufe preiswerte Kräutermedizin. Sie wirkt, ist aber bitter. Deine Pokémon werden sie nicht mögen. Hihihihi. Was gibt's denn hier? Energiestaub, Kraftwurzel, Heilpuder, Vitalkraut. Das ist alles? Naja. Hier? Willkommen im Pokémon-Salon. Ich bin der jüngere und preiswertere der beiden Käufer, soll das glaube ich heißen? Brüder? Ich verschönere deine Pokémon für nur 300 Poké-Dollar. Also wie wär's? Nein? Nein, schade. Noch mehr. Ich glaube, du besitzt seltene Pokémon. Zeig sie mir. Nein, ich werde sie dir um die Ohren hauen. Das tue ich. Ein Phlegmon. Dann nehmen wir mal Rucksucki. Ich gleich nochmal ein bisschen Heuler. Noch ein Phlegmon, ich werd bekloppt.
dass ich die Woche kein Pokémon mehr aufnehmen muss. Deswegen, der ist ganz gut. Goa, ich habe verloren, ich drehe durch. Ja komm, dann dreh doch vor lauter Beklopptheit durch. Noch eine, Alter. Beschränkst du dich beim Kämpfen nur auf einen Typen? Wenn du die Stärken deiner Typen kennst, hast du im Kampf Vorteile. Ja, stimmt, wenn man verschiedene Pokémon hat, dann ja. Magnetilo wird zum Magneton. Level 7? What the hell? Okay. Hat sogar eine gute Wirkung. Die Attacke ist sehr effektiv. Voltoball. Naja, komm. Mach's gut, Voltoball. Und tschüss. Und Level 25. Nice. Schon wieder Magnetilo? Hätte ich mal so ein Magneton oder Elektroball? Das wäre schön. Hätte ich ein bisschen mehr EP-Erfahrung gekriegt. Ja, bald kommt das neue Tomb Raider raus. Ich bin richtig gespannt. Für die PlayStation 4 werde ich mir das natürlich holen. Ist ja ganz klar. Und dann wird das Let's Played und das heißt ja eigentlich Shadow of the Tomb Raider. Da habe ich echt mega Bock drauf, aber voll, ich sag's euch. Kommt ja so in 11 Tagen raus. Oh, oh, oh. So, was ist denn überhaupt hier? Die Tür ist verschlossen. Ah, ich weiß, was ich da brauche. Bis hierher und nicht weiter. Ah, ich weiß, was ich brauche. Den Türöffner. Oh mein Gott, das war auch so eine Geschichte. Das muss ich mir überlegen. Wie mache ich denn das? Ne, hier war nicht. Da war irgendwo an so einer Stelle. Aber ich hol erstmal. Soll ich erstmal den Orden holen? Ich könnte es probieren. Probieren geht ja über studieren. Ich meine, probieren könnte ich es mal. Wäre ja kein Problem. Nicht für mich. Nein. Absolut nicht für mich. Mich als Veteran-Pokémon-Gott? Nee. Naja, hier. Das will ich jetzt machen. Oh, du musst wohl noch etwas wachsen. Ich mag dich, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Wenn du mich magst, warum greifst du mich denn an? Wieso? Wird das nicht so wie sehen, ja? Ja, doch, oder? Level 9, nicht so lame. Wieder wie so langweilig. Dreimal wie so. Das ist echt ein langweiliger Kampf. Ah, Level 17, okay. Na, wir sind schon etwas stärkere Version. Ja. Ein Nikler. Ja, ruckzucki. Das war's zu dir. Mal sehen. Ups, schon vorbei.
Der Satz war echt total genial gedroppt. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Ach, soll das eine Aufforderung werden? Interessant. Okay. Nimm mich mal bei Wort. Ein Mausin. Wird zu Snubblikat. Was ich immer an der Serie Pokémon so richtig gut fand, das war auch immer halt, dass Mauzi gesprochen hat. Fand ich immer teilweise lustig, teilweise so sarkastisch und humormäßig dargestellt. Noch eins? Naja, komm. Noch 11 Level, dann habe ich mein Tornipto. Was aber diesen Part nicht mehr passieren wird. Nee. Hau doch ab mit dem Heuler. Nein, oh Mausi, es tut mir leid. Mir auch. So, die nächste. Lass dich nicht von dem netten Äußeren meiner Pokémon täuschen. Sie können dich platt machen. Ach, als ob optische Täuschung schon überhaupt im Leben zählt. Nein, es ist eher eine defensive Sache. Ein Snowball. Snowball. Level 18? Na, ich werde die Parts wahrscheinlich morgen früh hochladen, schreiben, Thumbnail und solche Geschichten. Scham. Na, Jennifer. Verflixt. Ich dachte, du wärst schwach. Wie viele Trainer sind das noch? Die eine hier. Ich mag niedliche Pokémon lieber als starke. Aber ich habe starke und niedliche Pokémon. Okay, ist ja beides dasselbe. Bettina. Pummeluff. Ein Pummeluff. Pummeluff. Das ist halt eben für mich ein Pummeluff. Och nö, komm, wach auf, Igelava, du musst kämpfen und für mich gewinnen. Komm, wach auf. Das ist doch nicht wahr. Das war's zu Pummeluff. 10 Level. Noch eins? Oh komm. Wie viele hatten die bitte davon? Ach ja, blockiert. Ein Pfund. Und jetzt ist es weg. Noch ein Pummeluff? Ey, komm. Ernsthaft? Echt 3 Pummeluffs? Das wird doch zu Knuddeluff.
Das war's. Oh nein, nein, nein. Nee, ich werde nochmal ins Pokémon Center gehen. Na, ja, zur Sicherheit mal. Und danach fordere ich die Arena-Leiterin heraus. Ja, dann habe ich meinen dritten Orden. Schon mal für diese Woche erledigt. Es ist ja wirklich echt easy. Ich bin immer auf die Pokémon gespannt, die der Arena-Leiter oder Arena-Leiterin hat. Wenn wir die alle 8 Orden irgendwann mal haben, dann erkunde ich mal komplett die ganze Welt, welche Mysterien und Rätsel noch auf uns warten, geheimnisvolle Pokémon-Items und dann geht's der Pokémon-Mega an den Kragen und dann ist das Spiel für mich geschafft. So hatte ich das zumindest noch ursprünglich vor. Oh! Okay. Das ist jetzt ein historischer Moment. Ein Togepi! Oh, süß. Niedlich. Sehr schön. Nein, mich nicht. Dann kann ich das nämlich einen Namen geben. Also es wird dann später zu Togetic. Wenn ich mich nicht recht irre. Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert. Also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt. Ich bin gut. Zeig mal, wie gut du wirklich bist. Hat die nicht so ein Miltank? Erstmal ein Pipi. Ein Miltank könnte ein bisschen härtere Nuss sein. Aber auch Pipi. Du Blexi? Oh ne. Ich muss Pipi schnell besiegen. Ah, ich glaube. Ja, schon wieder ein Duplexi. Oh Mann. Dann fehlt es nur noch Miltank. Nicht wahr? Ja, Miltank. Level 20, natürlich. Oh mein Gott, Stampfer. What the fuck? Okay. Nee. Das war ja echt, das war ja sogar ein Volltreffer. Okay, das hat eine Wirkung auf mich. Oh scheiße. Da muss ich jetzt gut sein. Das war's bald für mich. Ja, sieht was aus. Ja, ich bin weg. Na, ich werde mich wieder beleben. Kein Problem. Nehmen wir mal Knofenser. Und nehmen Beleber. Und zwar auf Igelava. So, jetzt werde ich mit dem fertig machen. So viel steht fest. Und das war's. Ja. Gut, dass ich mir den Beleber mal aufgehoben habe. Mhm. Leiter Bianca wurde besiegt. Schluchz. War, du bist gemein. Du solltest nicht so ernst sein. Du. Du Kind, du. Was für ein Wortwitz. Okay. War. Schnüff. Japs, du bist gemein.
Warum? Oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Was soll das denn bitte? Ich heile jetzt erstmal meine Pokémon, dann gehe ich nochmal zu ihr. Erstmal rausfinden, warum die weint. Aber ich hab's geschafft. Es war echt einfach nur knapp. Ich habe mir auch heute die aktuelle One Piece Folge angeguckt. Und zwar, das war die Folge 852. Ruffy gegen Katakuri. Also sehr spannend im Moment. Sehr cool. Im Anime gerade. Kann ich nur sagen, also... Schaut euch mal den One Piece Anime an. Der ist echt mega top. Den müsst ihr mal gesehen haben. Jetzt gucke ich mal, ob ich den Orden bekomme. Weil den hätte ich nämlich jetzt noch gerne. Den hätte ich mal gerne, bitte, weil das wäre ganz gut. Schnief. Was willst du? Einen Orden? Oh, stimmt. Ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Lord Gum erhält Basisorden. Mit Hilfe des Basisordens können deine Pokémon Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Instabilität deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch haben. TM45. Es ist Anziehung. Es bringt den Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Ach du und süß. Nein. Da ich ja schon bessere Frauen in meinem Leben gesehen. So, was müssen wir jetzt machen? Wir haben jetzt schon den vierten Orden. Warte mal, brauche ich nicht noch die Gießkanne? Hast du den wackeligen Baum auf Route 36 gesehen? Meine kleine Schwester war aufgeregt und wollte ihn sich ansehen. Ich bin besorgt. Es ist das riskant. Wie krieg ich denn die Gießkanne für einen Mogelbaum? Vor allem, wo krieg ich die her? Hier nicht. Irgendwo muss ich hier nochmal hin. Ja, ein Fahrrad, das kaufe ich mir jetzt mal. Selbst ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und so Werbung machen? Ja. Ja, großartig. Gib mir bitte Name und Nummer. Dann leihe ich dir ein Fahrrad. Sehr schön. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Du kannst sie überall fahren. Ah, ist ja cool. Kann ich das jetzt echt? Ah, ich muss das auf Select packen. Dumm. Nee, da muss ich erstmal irgendwas hier machen, aber was war das nochmal? Faker ist gerade raus. Nee, hier brauche ich ein Ticket. Habe ich aber nicht. Das ist also der Radioturm. Was willst du, du Nervensäge? Hau ab!
Zutritt nur für autorisiertes Personal. Das war nicht immer so. Mit unseren identen Daten stimmt irgendetwas nicht. Was? Was stimmt denn da nicht? Gibt's nicht hier auch noch? Nee. Ach. Dann muss ich erstmal gucken, wie es weitergeht. Ducatia City, bla bla bla. Nee, hier ist nix. Was soll ich hier machen? Nee, brauche ich nicht die Nummer. Was soll ich hier tun? Ach, der Namensgeber, nein. Nee. Ich bin verwirrt, ich habe keinen Plan, wie... Ah, das ist doof. Na, wir gehen erstmal weiter. Ich bekämpfe noch ein paar Trainer. Gehst du auch zu Pokémon Arena? Ja, war ich schon. Komm ich gerade von her. Level 15. Ach, setz das selber in den Namen. Klar. Bin aber stärker. Oh, ich habe verloren. Ach, echt? Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Warum? Dann Rucksucki. Nach Sandwirbel, was willst du mit deinem Sandwirbel? Merre. Das trifft noch nicht mal, ich werde bekloppt. Komm, mach hin. Alter, kannst du auch bitte mal treffen? Wow! Ja, weil jetzt ist der Equity... Bla bla. Komm! Ach, hättest du doch verloren. Ja, nö. Mein Freund ist schwach. Er kann mich nicht beschützen. Ja, er ist auch schwach, weil er verloren hat. Pikachu.
nur Glut. Meine Güte, bist du stark. Ja, ich bin außerordentlich begabt. Ich habe aus dem Radio Pokémon-Daten erhalten. Ich glaube, ich bin gut. Ach, du bist nur ein Dieb. Ein scheinheiliger Lügner. Noch ein Diktat, wie viele hatten wir davon? Schon aber mehrere Male. Nicht so gut. Ich würde sagen, 5-6 Minuten spielen wir noch und dann muss ich erstmal aufhören. Ich teile aus. What? Ich übe mich im Feuerspucken. Ach, dann üb mal weiter. Bis du auf große Welttournee gehst. Magma. Natürlich. Volltreffer, leck mich doch. Smog, ey. Ich bin doch selber Feuer, du dummes Viech. Völlig bescheuert. Ich hab was in Giften, das... Na doch, das müsste gehen. Au, ich habe mir die Nasenspitze verbrannt. Ich hab doch sowas. Ja, hier. Sehe meine Virtuosität, mit der ich die Bälle jongliere. Eine Virtuosität. Keine Ahnung. Ein Jongleur. Mal auch mal kaputt. Level 2 ist so lächerlich. Komm. Kommt hier mit Level 2 an, obwohl ich Level 28 bin? Lame. Der hat bestimmt so viele Volt bald. Naja, mal sehen. Pokémon Gold und Silber war es so, das hat dann in zwei Regionen gespielt. Einmal in Höhenregion und einmal in Kanto. Ach, und das ist das letzte Wort und weil bestimmt. Level 14. Puh.
Oh, das war ein Ruck. Deine Pokémon sehen ziemlich stark aus. Du wärst überall sicher. Ziel? Nationalpark? Weiß nicht. Nö. Ich überlege jetzt nur, wo ich hin muss. So, Radioturm, Nationalpark. Nee. Muss ich jetzt mal rausfinden. Wo muss ich denn hin, Herr Flix? So, hier. Ah, nee, Leute, das war's an dieser Stelle. Was haben wir geschafft? Wir haben den 4. Orden geholt, den Basisorden. Haben die Gelaber ein bisschen weiter trainiert und ja. Beim nächsten Mal werde ich erstmal rausfinden, wie es hier weitergeht und was wir machen müssen. Das wird wahrscheinlich am Samstag folgen. Ja. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach eine Bewertung da, einen Kommentar und eure Meinung dazu. Und natürlich ein Abo. Wäre schön, mal ein bisschen mehr zu haben. Ist immer nur 16. Ja. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Haut rein, bis dann und ciao.